Hier ist die Jenny und ich wollte heute mal ein Video drehen, obwohl ich halt überhaupt nicht danach aussehe. Und zwar um das soll es gehen. Es soll praktisch um die Augenringe gehen. Es soll darum gehen, wie kriege ich dann diese Schattierungen im Gesicht weg und letztendlich mit Sachen, die ihr wahrscheinlich alle schon zu Hause habt. Also ich hoffe, ihr habt Lust. Ihr und Bleibt also dran. ich habe natürlich aufgrund meiner Arbeit, dass ich auch immer wieder sehr viel Nachtschicht mache und habe ich natürlich jede Nachtwache hat Schatten im Gesicht, beziehungsweise Menschen, die sehr viel nachts wach sind oder wenig schlafen. Und ich habe eigentlich ganz, ganz coole Sachen entdeckt, die ich auch bei YouTube bei anderen gesehen habe, die bei mir super funktionieren. Und zwar fangen wir mal an. Also jede Haut, die sehr viel in der Nacht praktisch einfach auch beansprucht wird, auch viel wach ist, sollte immer sehr gut gepflegt werden. Wie ihr seht, ich habe noch recht nasse Haare. Und ich habe jetzt praktisch die Prime and Fine Pore Refining Creme aufgetragen, um praktisch meine Poren zu versäubern und etwas zu verkleinern. Zumindest soll es optisch so aussehen. Ich finde die ganz gut. Ich zum Beispiel benutze auch immer wieder dieses hier, das Nivea Aftershave Balsam, und zwar in Sensitiv. Funktioniert auch ganz gut. Dadurch, dass ich jetzt praktisch ein leichtes Tages-Make-up auflegen werde, ist es immer ganz gut, einen Primer aufzutragen. Da bleibt auch das Make-up besser und da habt ihr einfach auch mehr davon. Und was ich dann auch zur Skincare noch benutze, ist dieses Produkt. Ihr kennt das wahrscheinlich alle nur als Schwangerschaftsdehnungsstreifenverhüter, ja. Aber es steht auch zum Beispiel drauf, sagt zur täglichen Hautpflege geeignet, für trockene Haut, kann man ins Bad geben. Und bei reifer Haut, das egal, ob man 25, 30 oder 28 ist, so wie ich, kann man das auch benutzen, um praktisch Feuchtigkeit aufzutragen. Wie ihr seht, ich habe jetzt einen leichten öligen Schimmer auf meiner Haut und habe das praktisch vor einer halben Stunde aufgetragen. Es ist eigentlich nicht fettig, aber es ist super angenehm. So, jetzt fangen wir mal an. Und zwar mit was ganz Absurdem. Und zwar mit dem roten Lippenstift. Ihr nehmt den roten Lippenstift und tragt den unter den Augen echt weitläufig auf. Das sieht furchtbar aus, aber es funktioniert. So, dieser rote Lippenstift ist praktisch nichts anderes, wie wenn ihr praktisch euch einen rosafarbenen Concealer kauft und es unter die Augen auftragt, ja? Dann verblendet ihr das. Und zwar recht weitläufig. Ihr seht, es ist halb so schlimm. Ihr verblendet es einfach nach unten. So. Bisschen die Haare aus dem Gesicht. Das sieht jetzt erstmal aus, wenn ihr mitten am Klitschko-Kampf gewesen seid und ihr habt mindestens 3 Runden tot auf dem Boden gelegen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also, es gilt eigentlich nur dieses Schwarz oder dieses dunkle Violette wird durch das Rot neutralisiert. Und mir war das immer zu blöd, dieses rosafarbene Produkt zu kaufen. Also habe ich jetzt einfach mal gedacht, komm, du hast doch hier diese Essence, die kosten 2,25 €, kann ich ja das benutzen. Wie gesagt, der Beauty Blender ist jetzt auch echt fast nicht angefärbt. Ihr macht es jetzt einfach so. Dann habt ihr praktisch diese Klitschko-Ringe und dann geht ihr weiter. Und ich benutze jetzt hier mit den Under-Eye Concealer mit diesem Schwämmchen von Catrice. Ne, der ist von Trend It Up. Und dann tragt ihr praktisch hier darauf den Concealer auf. Ich mache das meistens immer so wie so Heultränen und nicht so wie so ein Triangel, wie so eine Pyramide, weil das mir jetzt persönlich zu viel ist. Also man muss jetzt nicht übertreiben mit dem Concealen, weil man soll ja doch noch erkennen, dass ich da drunter bin. Und wie ihr seht, neutralisiert sich das mit dem Concealer total gut. Also ihr könnt wirklich, ihr geht dann auch ein bisschen in euer Augenlid mit hoch und tupft da weiter. Und man möge gar nicht glauben, also das ist einfach, das ist, ihr dürft da natürlich keine Matte Liquids nehmen, gell? Ihr dürft jetzt keine Liquid-roten Lippenstifte nehmen, die da unten festkleben wie Bebber und wie Uhu. Das dürft ihr nicht. Also, schaut mal, jetzt habt ihr praktisch das Rot schon neutralisiert, habt einen Concealer. Jetzt seht ihr ja schon, dass hier der Mundbereich und so alles zweifarbig ist. Jetzt nehmt ihr, in meinem Fall nehme ich jetzt diese Tusche Brush, nehmt meine Foundation, die Haar Liquid Foundation von Catrice, tragt ein paar Schüsse auf euren Pinsel. So, ich habe jetzt so viel benutzt. Und tragt jetzt einfach, also ich schaue jetzt beiläufig neben dem Spiegel, und tragt jetzt praktisch einfach eure Foundation auf. Das muss gar nichts Großartiges sein. Ihr nehmt einfach die für euren Hautton so mit am besten ist. Also ihr braucht jetzt keine
besonders dicke nehmen oder Theaterschminke, nur weil ihr Augenringe habt. Das ist totaler Blödsinn. Es ist im Prinzip, Schminken hat auch was viel mit Farblehre zu tun. Und im Prinzip müsst ihr immer schauen, Concealer sollten immer etwas heller sein, wie das, was ihr als Make-up benutzt. Und wie gesagt, der rote Lippenstift ist ein echter Geheimtipp. Dann tragt ihr praktisch das Make-up so auf. Ich habe eine relativ schnelle Make-up-Routine, weil ich das mittlerweile echt jeden Tag mache und morgens halt um 5 Uhr keine große Lust und Zeit habe, das zu machen. Und so. Um die Augen rum benutze ich das, um es praktisch hier in die Fältchen gut reinzukriegen. Ja, auch ich habe Falten. Verblende ich das noch ein bisschen mit dem Beauty Blender, beziehungsweise mit einem Ebelin-Schwamm. Da komme ich eigentlich am besten mit zurecht. Und wie ihr seht, voilà, Augenringe sind weg. Also, das Video soll euch vor allen Dingen zeigen, dass ihr jetzt keine großen Angstzustände bekommen sollt. Augenringe habe auch ich. Ich bin 28. Und wie gesagt, der Tipp mit dem roten Lippenstift, probiert es echt aus. Am besten sind praktisch welche, die nicht glossy sind. Einfach einen, das ist jetzt zum Beispiel einer von diesen Long Lastings von Essence. Und den gibt es auch noch 100%. Ein bisschen pinkener oder ein bisschen knallroter, dunkelroter. Also ich habe jetzt einfach mal so eine Art, so ein Feuerrot genommen. Ich hatte den aber schon zu Hause und ich habe einfach gedacht, mein Gott, also die kaufen sich immer so krasse. Ich mag das halt nicht, wenn ich 30 Stifte auf dem Tisch habe und dann praktisch wirklich danach schauen muss, oh, welchen Stift brauche ich jetzt für welche Gesichtspartie? Das stresst mich ungemein und deswegen habe ich mir gedacht, komm, suchst du dir ein Allround-Wunder, was zwar, ich könnte mir das jetzt auf die Lippen auftragen und es wäre nicht schlecht. Und ihr habt auch sehr viel mehr Produkt und ihr braucht auch nicht viel. Wie gesagt, lasst euch nicht davon abschrecken, da ist praktisch ein roter, ups, umgeschmissen. Lasst euch nicht davon abschrecken. Wie gesagt, alles, was ihr daheim habt, könnt ihr auch immer irgendwie benutzen. Wie gesagt, Lippenstifte in der Farbe, wie gesagt, leicht so ein Satin-Abschluss, kein so ein Glossy-Abschluss sollte er haben. Meine Lippen sind auch noch vom Make-up. Könnt ihr wirklich benutzen, um praktisch eure Augenringe wegzuzaubern. Und wie ihr seht, es ist enorm gut geworden. Und das Neutralisieren funktioniert eigentlich wunderbar, wenn ihr einfach Alltagssachen nehmt. Wie gesagt, ich kann euch auch diese Foundation ans Herz legen. Die HD Liquid Foundation von Catrice liegt so bei 7 Euro. Der kostet bei 2 Euro und der liegt, glaube ich, bei 3,25 Euro. Wie gesagt, baut das in euren Tag mit ein. Scheißt auf die dummen Kommentare, warum ihr praktisch einen roten Lippenstift zum ins Gesicht schmieren nehmt. Macht's und ihr werdet super, super schön aussehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen geholfen, vielleicht in eurer Kruschtelkiste irgendwas zu finden, wo ihr eure ganz, ganz krass dicken Augenringe abdecken könnt. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich habe übrigens ein neues Stativ. Ich bin auch total stolz. Ich kann jetzt euch ganz nah kommen, wie ihr seht. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war jetzt sehr, sehr kurz, aber ein Quickie ist manchmal auch nicht schlecht. Also, muah.